Vielen Dank. Danke, dass du mich mitgenommen hast, Rico. Wenn es niemandem was ausmacht, schnappe ich mir ein Auto und mache nochmal einen dieser Sprünge. Du meine Güte. Sichtkontakt zum Ziel verloren. Abfahrt. Verstanden. Erfassen das Ziel neu. Wir haben das Ziel verloren. Kampfbereitschaft aufgehoben. Wir müssen mal hier, ja. Ja, genau, wir müssen da mal rüber, dann können wir da uns ein Auto schnappen. Geil, das lief ja ganz gut. Was ist denn das jetzt hier für ein Laden? Die Schalter hat den Importhafen mit Sprengladung versehen. Achso, Bomben. Bomben, denkst du es wieder. Na gut, aber jetzt haben wir ja wieder einen neuen Trupp. Das ist ja der 8. Trupp jetzt. Und hier bekommen wir auch nochmal plus 1. Der will sowieso immer die plus 1 machen, ne? Weil das schlau ist. Und die haben wir auch noch eine Szene, die müssten wir auch nochmal machen. Die sind ja ganz lustig, die sind ja auch gut. Ja, will nicht schwimmen. Nicht im Ricos Tempo, dann. Wenn wir in Ricos Tempo schwimmen, Alter, dann bin ich vielleicht gar nicht da. Kannst du mich hören? Komm her! Jo, hören kann ich dich, ich komm nur nicht. Ich hab eine Schottkarre gehabt. Du hast einen langen Tag, ich will nur nach Hause, bitte! Boah. Und ich hab einen Job zu erledigen. Das ist wohl wichtiger. Na gut, das ist aber ein kleiner Weg, das ist ja ein. Na gut, da reicht der Wagen auch. Ein bisschen Musik mal wieder. Naja. Musik mit Charakter auf Recuerdo. Ich rede nicht viel. Anders als Thiago und Santiago. Die sind ständig am Labern. Ja, du laberst immer das Gleiche. Oder wie? Okay, Zeit für den nächsten Song. Ja, da eigentlich noch der Typ, Alter, der hat noch. Neunzehn habe ich erst entdeckt, okay. Soll ich danach nochmal diese eine Mission machen? Vielleicht überlegen. Puerto Tuyo in die Luft jagen will, falls wir dort auftauchen. Kannst du dich da mal für uns umsehen? Klar, ich melde mich, wenn ich dort bin. Mache ich. Gar kein Problem. Deswegen, ich würde mal erstmal die Dinger ganz gerne machen, die so ein Plus 1 haben. Hier wie das hier auch danach. Immer die erstmal so ein Plus 1 haben, weil dann können wir müssen wir keine Truppen ausgeben. Ist ja voll geil aus. Puerto Tuyo ist eine Geisterstadt. Die schwarze Hand muss abgehauen sein. Wie finde ich die Bomben? Der Transmitter am Wachposten der schwarzen Hand. Stöpsel mich da ein und ich sehe mich mal um. Und das ist wo, der Transmitter? Da oben. Ja gut. Das sollte ja wohl gar kein Problem sein für mich. Schätze ich mal. Hier ist auch niemand.
Gott. Ja, Kern kaputt machen, auch nicht schlecht. Ja, für Regel gibt's ja eine rohe Gewalt. Oh. Sehr guter Schuss. Okay. So, ist dann das gewesen. Easy, los. Sie haben Fahrzeuge mit Sprengsätzen versehen. Die Zünder sind einfach aufgebaut. Sie sollten im Wasser nicht mehr funktionieren. So, ja. Scheiße. Rico, die sind bewaffnet. Kacke. Sprengfallen. Du hast nur ein paar Minuten. Schaff so viele wie möglich ins Wasser. Wir müssen den Hafen retten. Es ist eine Bombe. Schaff das Ding ins Wasser. Ja, nur weil ich mich selber. Ist noch eine Bombe. Ja, eine ist gut. Ja, ein Fomentado. Ja, na klar, weißt du? Ernsthaft? Ich komme nicht runter. Ja, okay, das muss ich jetzt nicht verstehen. Wenn ich unten ziele, dann zielt er nach oben. Was? Ah, ja, weg da. Wenn das jetzt verkacke, wäre dumm. Das ist immer richtig scheiße. Okay, der ist ein bisschen gemeiner gemacht als letztes Mal. Ja gut, jetzt geht's. Jetzt können wir ein bisschen Zeit wieder aufholen. Aber war ja auch eben, naja. Noch ein Fomentado und noch einmal so ein Ding. Cool. Alter, ich würde so gerne mal so ein Fomentado fahren. Ich glaube, das würde ich mir sogar, wenn man das noch freischaltet. Kann man so ein Fomentado freischalten? Ein bisschen leid in die Formel 1 Autos, aber na, geh ja nicht anders. Aber jetzt habe ich schon über die Hälfte, das ist eigentlich auch relativ einfach. Eigentlich ist aber immer genug Zeit. Und jetzt wird es immer mit den alten Autos leid. Gerade hier in Just Cause tut mir immer ein bisschen leid, weil die immer so schöne Autos, das sind so schöne Autos auch noch. Warum habt ihr für so schöne Autos genommen? Die dürfen nicht irgendwie Schrottfahren nehmen können. Bei Motorräder ist halt ein Pech, ne? Wundi. Daumen vom 1 Auto, geil. Läuft. Ja, wow. Ja, wie das geht. Oh. Ist doch nicht wahr, oder? Ja! Ding immer außen rum. Ja. Hallo. Noch eine Minute. Na jedenfalls. Ich bin aber hin. Wenn ich das auch hier nehme. Dann mal los.
da ganz schnell wieder reinkomme. Und so große Probleme, genau. Ich hätte einen anderen Ausgang nehmen sollen. Jo. Das ist die letzte Bombe. Ist hier noch ein Pommel da drin? Scheiße. Nö. Das war knapp, was? Bei den restlichen Dingern sind die Zünder durchgebrannt. Sieht aus, als wären sie miteinander verbunden gewesen. Das war's dann für den Schaltkreis. Was? Keine Bomben mehr übrig. Oh. Ja, hätte ich denken können, dass es das heißen muss. Schlaumeier. Aber das fertig. Ja gut, es hat ja noch eins, zwei, wenn ich vom Ziel noch keine hat. Wir müssen die Front erstmal so ein bisschen verschieben, dass es hinkommt. Cool. Ja, ne? So, keine Ahnung. Aber ich glaube, auf jeden Fall den Waldbezirk plus Nebenquest. Ja. Wenn sie nicht zu spät wird, könnt ihr den sogar heute noch fertig bekommen. Also ich meine, das alles plus Waldbezirk und alles mögliche. Das ist sogar machbar. Theoretisch. Also mit Nebenhauptmissionen allen möglichen Kack. Kann ich heute auch noch schaffen. Es sind jetzt nur noch wie viele? Weiß ich gar nicht, wie lange ich noch. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, das gehört ja jetzt schon, das gehört schon zum Schneegebiet. 5. Da sind so 5 Dinger noch. Ja. Wenn die jetzt nicht alle, so weiß ich nicht, so eine halbe Stunde brauchen, ist sogar noch machbar. Es ist ja halt jetzt komplett befreien. Und dann will noch ein Truppenprogramm. Ja, bei 9 Trupps, Alter. Mal gucken, ob wir den nächsten noch zahlen müssen. Oder ob wir es auch irgendwie so hinbekommen. Dass wir halt. Da wenn wir von der Seite angreifen und von der. Das wird ja so an. Das wird ja hier anecken. Das wird dann hier anecken. Hm. Ah ja, also Oscar Espinosa verliert ja immer mehr, aber sagt auch nichts. Ist auch irgendwie lustig. Das ist nicht auch irgendwie. Ich hätte mir ein bisschen mehr auf Oscar Espinosa gewünscht. Muss ich ehrlich sagen, da hätte ich mir ein bisschen mehr von gewünscht. Von dem Typen. Aber, na, ausführliche Fazit dann ja immer. Mein Abspann. Obwohl, das mache ich auch immer so. Also da halte ich mich auch nicht dran, dass ich jetzt sagst so, ja komm, ganz ausführlich, das geht auch gar nicht. So, wenn man begeistert ist, dann sagt man das halt, ne? Also ich nehme das mir natürlich, warte natürlich nicht jetzt auf ein Fazit. Da mache ich jetzt sicher nochmal zusammen so, oder? Das mache ich jetzt nochmal in 1. Aber ich guck da jetzt nicht, ob das, Sie stellen sich gut an gegen die Schwarze Hand. Jo. Ich mich. Und ich stelle mich beim Autofahren wie ein Dussel an. So, ich war die Schwarze Hand, ich muss da draußen durch. Ich muss da eine Basis von euch zerstören. Tschüss. Es hält auch nicht auf, so, ne? Mein Rico Rodri kennt mich ja, die Schwarze Hand kennt uns schon ja, weil haben wir jetzt schon lange genug gegen die gekämpft und schon vorher. Und bin auch mal gespannt, wie das auch mit Gabriela Morales. Also das ist ja momentan, hat sich da ja was angefangen, aber es wird halt momentan überhaupt nicht weitergeführt mit Gabriela Morales. Ob da noch irgendwas kommt, ob das eine andere Storyline ist. Meine. Die Myra da. Die scheint ja in jedem Plan ein bisschen involviert zu sein. An dir hat ja überall mitzureden. Was ist das überhaupt für ein Ding? Und da war ich durchgelesen. Wassermarsch in Fortaleza. Die Schleusentore dieser riesigen Anlage sind mit Hilfe von starken Turbinen verschlossen. Öffne die Turbinen, schalte sie aus. Okay. Das ist ein einfaches Ziel. Und ja. Die schwarze Hand.
Kommandant hat die Kontrolle über das Kraftwerk bei Muro Fortaleza übernommen, um Energie für den Bau von IAPA bereitzustellen. Seitdem gibt es immer wieder Stromausfälle. Aber wir haben einen Plan, die Bauarbeiten zu behindern und gleichzeitig die Leute wieder mit Strom zu versorgen, die da wir auch bezahlen. Okay. Oh Gott, die Armen, nehmen sich die. Die arme schwarze Hand, ey. Ich bin schon mal gespannt, wie es jetzt. Weil es ist ja jetzt was Persönliches, ist, ob das auch irgendwie speziell beendet. Ein schönes Ende hat, oder ob es aber auch so wie ersten ist. Und im dritten war es aber. Ja, gut, da war das Ende. Ja, gut, es ging. Im dritten muss ich sagen, ging das jetzt. Du hast dann nur auf dieses eine Ding da geballert durchgehend. Da war es in der letzte Kampf so ein bisschen, ja. Jetzt ja auch sparen können. Boah. Ich hab's erreicht. Ich bin am Damm. Die Schleusentore wurden nach El Abismo gesperrt. So halten sie eine Menge Wasser und damit Energie zurück. Ah. Wir glauben, dass sie uns schwächen wollen, indem sie den Strom in der Region verknappen. Aber was auch immer der Grund ist, wenn Sie die Schleusentore geschlossen halten wollen, dann wollen wir sie offen sehen. Begib dich zum Kraftwerk in der Mitte des Reservoirs. Verschwinde. Zerstöre da alles so, verschwinde bitte. Helikopter im Anflug, begebe mich zum Einsatzgebiet. Ja, ja. Ich schieße gleich weiter. Warte. Nagelt sie fest! Okay. Sorry. Oh Gott. Sorry. Tut mir leid. War wichtig. Ja, war wichtig. Sorry, Frau Peter. Ich bin ja nicht so ein Fan davon, dass ich dann. Was tust du denn da, Alter? Was für euch Tricks? Hilft nicht. Ach so. Ihr alle die schwarze Hand. Ja, gut zu wissen. Ich bin der Rico. Oder Pyrus. Boah. Oh. Tut mir leid. Ah, so läuft das. Okay. Wo ist der Hit? Komm her. Ich schlag dich. Ja, yeah, tötet. So, super. Ich kann ihn bekommen. Stolz auf mich. Nee. Zentrale, wir haben keinen Sichtkontakt mehr zum Feind. Oh. Ach ihr Gott, ihr habt Humor, du. Ihr habt echt Humor. Ich schieße die halbe Armee zusammen. Hat das jemand gehört? Wenn ja, wer? Das ist nämlich eigentlich nie. So, das ab. Ich weiß nicht, wo die hinwerfen wolltest, aber auf jeden Fall da stand ich nicht.
Patrouillen wieder auf. Aber ich meine, ich sage, die haben zwar diese C4 da rausgenommen aus Gründen, ich weiß nicht warum. Ich jetzt mal, wenn man das freischalten muss. Ja, also ich zerstöre ja gerade eure Anlage, ne? Habt ihr schon verstanden, oder? Oh. Oh, ich nehme mal den hier. Danke, Heli, das ist ja vielleicht meine Arbeit. Was ist das mit Heli? Ach nee, das war nicht der Heli, den ich im Mann und hab, ne? Ja genau, oh Gott. Genauso wollte ich das. Ich habe es erst in einen anderen Helikopter gehalten. Ich glaube jeder weiß, was ich meinte. Ach, ganz ehrlich. Hier ist auch noch irgendwas. Der Aufzug ist außer Betrieb. Die schwarze Hand kontrolliert ihn bestimmt von woanders aus, damit Unbefugte keinen Zutritt haben. Hier, versuch's mit der Konsole. Yeah. Ja, da ist Versuchung. Natürlich. Wie du mir fehlst. Na, lass es bleiben. Könnt ihr alle nicht, also macht nichts draus. Tschüssi! Und boom! What the... ja. Na, ganz toll. So. Und wo muss ich jetzt hin? Ja, so ein Heli ist einfach auch geil, ne? Kann man ja sagen, was man will, aber ein Heli ist einfach geil. Mögliche Bedrohung. Wir haben gerade euer ganzes scheiß Ding auseinander. Achtung, Ziel sitzt in einem Helikopter. Jo, du hast es erkannt, Junge. Bestätigt. Feind jetzt in einem Heli. Zentrale, wir haben keinen Sichtkontakt mehr zum Feind. Ah. Vielleicht brauche ich den ja noch. Sichtkontakt wiederherstellen. Du bist eingestöpselt, Izzy. Und geschafft. Alles klar, der Aufzug ist bereit. Zurück auf eure Posten. Das Ziel ist verschwunden. Und ja, halt's Maul. Sind die Turbinen, die Schleusentore kontrollieren, angreifbar. Okay, dann werden wir die ausschalten. Zentrale, haben Feindkontakte. Erbitte Befehl.
Ich bin es. Die Generatoren sind durch Sprengtüren gesichert. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das wollte ich sagen. Kein Schalter versucht mich aufzuhalten. Hier geht's mit dem Scheller. Was für Sicherheitsvorkehrungen, ey. Sind erledigt. Sehr gut. Geh wieder nach oben. Ich habe dir deine Ziele markiert. Sobald die letzte Turbine ausgeschaltet ist, können wir die Schleusentore öffnen. Sichtkontakt zum Ziel verloren. Hier Zentrale. Feind ist noch aktiv. Halte die Augen offen. Wir haben das Ziel verloren. Kampfbereitschaft aufgehoben. Na. Kampfbereitschaft immer aufgehoben ist. Darf ich das also nicht? Oh, bin ich super malad. Gut, die erste Turbine ist weg. Dann sind wir bald auch wieder bei alter Stärke. Das ist sehr gut eigentlich. Dumm gelaufen. Gut, der wäre erledigt. Nur noch zwei Turbinen. Ja gut, es geht ja nur. Hallo. Eine der Turbinen ist hinter einer Schutztür. Versuche einen anderen Weg hineinzufinden. Vielleicht durchs Wasser? Abfahrt. Ich kann mal hier irgendwie tauchen. Kann man hier im Spiel tauchen?
Ah, so taucht man. Na gut. Es ist also keine Taste, sondern wie tauche ich auf? Hallo? Spiel, auftauchen. Zurück auf eure Posten. Das war wow, knapp. Oh Gott, ey. Nein, tue ich leider nicht. Tut mir leid. Den Gefallen kann ich leider nicht tun. Alter, stör. Ach, die ganze Scheiße jetzt. Und man kann nichts dagegen tun. Ah, von hier aus kann ich die Tür öffnen. Sehr gut. Danke. Cool. Ist ja geil, dass ich den Empfangskommentar verdient habe. So. Und auf zur letzten Turbine. Dann hätten wir dieses Ding auch abgeschlossen. Mal kurz rausfahren lassen schon mal, ne? Ach. Ja, das Richtige rausfahren. Das war die letzte Turbine. Jetzt musst du nur noch die Schleusentore öffnen. Sobald das Wasser wieder fließt, können wir bei Tausenden von Leuten wieder das Licht einschalten. Wo ist denn das? Ja, hier unten noch was. Ah, da. Oh, okay, dann haben wir das ja gleich. Hi. Ich muss ja ganz kurz mal... So, Wassermarsch, ne? Würde ich halt auch mal sagen, yeah.